Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur zweiten Folge unserer Geschichte über die Ereignisse der großen Reformation. Wir haben angefangen im Jahre 1482, haben viele verschiedene Ereignisse der Weltgeschichte äh, betrachtet, die zunächst einmal fast etwas äh, zusammenhangslos erscheinen mögen, die aber, wenn man je länger die Geschichte verfolgt, mehr zusammenwirken zu einem großen Ganzen. In die dunkle Zeit des ausgehenden Mittelalters und des anbrechenden Humanismus wurden einige Menschen geboren. Wir haben die Geburt von Martin Luther, von Ulrich Zwingli und einigen anderen äh, notiert. Und noch haben wir nicht genau gesehen, wie ihr Leben mit dieser Welt Zusammenhängen werden, aber das wird jetzt kommen. Von Folge zu Folge wollen wir Ihr Leben betrachten und auch die Ereignisse der Welt, die alle zusteuerten auf, diese große, auf diesen großen Klimax der Reformation. Es ist ein, eine Geschichte, die vor allem um den Glauben und die persönliche Überzeugung sich dreht. Und deswegen wollen wir auch diese Folge mit einem Gebet beginnen. Und ich lade Sie dazu ganz recht herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten Dir von Herzen Dank sagen für die das Vorrecht zurückschauen zu können und zu sehen, wie du in der Geschichte gewirkt hast. Wie du Menschen, Männer und Frauen unterschiedlichen Ranges, unterschiedlicher Begabung, unterschiedlichen Alters verwendet hast, um dein Werk voranzubringen. Lass uns lernen daraus und schenkt uns deinen Heiligen Geist in der Betrachtung dieser heiligen Geschichte. Im Namen Jesu. Amen. Teil 2 1485 bis 1487 prägende Ereignisse. Das Jahr 1485 begann damit, dass nach etlichen Wochen endlich der Leichnam von Andreas Jamometic aus dem Kerker in Basel, dort in diesem Turm herausgenommen worden war. Man hatte ihn ja, so erinnern wir uns, in der letzten Folge, äh, gegen Ende des vorigen Jahres dort tot entdeckt. Bis heute ist unklar, ob er sich selbst umgebracht äh, hat oder ob er doch das Opfer eines Mordanschlages gewesen ist. Er, der als Erzbischof von Kreiner gegen den Papst und die Missstände in Rom protestiert hatte und ein allgemeines Konzil dort in Basel einberufen wollte, er war tot und war jetzt etliche Wochen lang dort im Turm tot liegen gelassen worden. Erst am 12. Januar wurde er aus dem Turm geschleift, in ein Fass genagelt und in den Rhein geworfen. Aufgrund dessen dann, wurde dann elf Tage später das Interdikt, der Bann über die Stadt Basel aufgehoben und die Stadt konnte wieder zur Normalität zurückkehren das Werfen der sterblichen Überreste in den Rhein, ein Interdikt gegen eine unterstützende Stadt, all das klang dem geneigten Beobachter doch recht ähnlich wie die Umstände Jahrzehnte zuvor bei der berüchtigten Verurteilung von Jan Hus und Hieronymus. Noch immer galten die Böhmen als die Pest der Christenheit. Fast ganz Böhmen hatte sich vom katholischen Glauben Losgesagt. Noch war ganz frisch in Erinnerung, wie Jahrzehnte zuvor beim Konzil in Konstanz zunächst Jan Hus und dann Hieronymus gegen das Versprechen, dass man ihnen eigentlich ein sicheres Geleit gegeben hatte, verbrannt worden waren. Daraufhin hatten sich die Böhmen erhoben. Viele von ihnen hatten die Lehren von Jan Hus angenommen und man nannte sie die Hussiten. Ein Krieg war ausgebrochen. Mehrere Kreuzzüge gegen die Hussiten waren erfolglos gewesen. Und diese Hussiten hatten einige wichtige theologische Forderungen. Eine der Hauptforderungen war die Forderung nach dem Laienkelch. Die katholische Kirche hatte sich entschlossen, beim Abendmahl nur das Brot auszuteilen, die Hostie, aber den Kelch mit dem Wein für den Priester zurückzuhalten. Jan Hus und seine Anhänger hatten gefordert, dass jeder Gläubige in der Kirche an dem vollständigen Abendmahl teilnehmen sollte. Hatte nicht Jesus in Matthäus 26 bei der Einsetzung des Abendmahls gesagt und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Dafür hatten die Hussiten gekämpft. Siska, Prokop und andere hatten die Armeen der Böhmen gegen den Kaiser in das Feld geführt. Aber dann hatten sich die Hussiten theologisch gespalten. Die gemäßigteren, kompromissbereiten Utraquisten äh, genannt nach ihrer Forderung nach dem Laienkelch, waren bereit grundsätzlich mit Rom zusammenzuarbeiten und hatten dann auf dem Konzil von Basel einen Kompromiss, äh, einem Kompromiss zugestimmt, während die konsequenteren Taburiten das ablehnten. Sie sahen in Rom den Antichristen und konnten ein Zusammengehen mit der katholischen Kirche nicht mehr befürworten. So kam es dann zum Bürgerkrieg und die Taboriten unterlagen und die letzten Überreste von ihnen versprengten sich in Böhmen und Mähren. Und aus diesen letzten Überresten entstand dann die Brüderunität. Im Jahre 1485 kam es nun zu einem weiteren wichtigen Ereignis im Nachklang dieser Hussitenkriege. Und zwar in Kutnahora, einer Stadt in Böhmen, Kuttenberg auf Deutsch, ein Königssitz der böhmischen Könige, gab es einen Landtag, eine Zusammenkunft der verschiedenen böhmischen Stände unter Vorsitz von Wladislaw II., dem König von Böhmen. Tatsächlich waren bis zu diesem Zeitpunkt die böhmischen Könige die einzigen Könige in Europa, die nicht katholisch waren und äh, das war natürlich der restlichen katholischen Welt ein schweres Dorn im Auge. Der Begriff Böhme war so etwas wie ein Schimpfwort gleichbedeutend mit Ketzer oder Irrlehrer. Und dort in Kurner Hora kam es zu einem Ausgleich. Eine Religionsfriede wurde schriftlich vereinbart zwischen der katholischen Partei und den Utraquisten, die ja schon in Basel auf die katholische Kirche zugegangen waren. Damit sollten letzte Streitigkeiten beigelegt werden. Wie gesagt, die Utraquisten. Äh, das waren vor allem adlige Hussiten, die durchaus zu Kompromissen bereit waren. Die Unierten Brüder waren die konsequenteren Hussiten, die die äh, Gemeinschaft mit Rom verweigerten, aber die waren ausgeschlossen von diesem Religionsfrieden und wurden weiter schwer verfolgt und bekämpft. Und trotz dieses Religionsfriedens, der zumindest mal in Böhmen die zerstrittenen Parteien der Utraquisten und der Katholiken ver harmonisieren und versöhnen sollte, tat dieser, dieses Dekret nichts dazu bei, dass das Ansehen der Böhmen in der restlichen theologischen Welt irgendwie sich gebessert hätte. Zumindest brachte es ein gewisses Stück Frieden erst einmal für das von Krieg und inneren Zwistigkeiten zerrissene Land in Böhmen. Derweil ging der Krieg der Ungarn gegen die habsburgischen Erblande, gegen Österreich mit voller Vehemenz weiter. Vier Monate hatte König Hunyadi, der König der Ungarn und Kroaten, die Hauptstadt Österreichs, Wien, belagert, als am 1. Juni er in Wien einzog und sich jetzt zu allem Überfluss auch noch den Namen, den Titel Erzherzog von Österreich zulegte. Das war natürlich ein immenser Schlag für den regierenden habsburgischen Kaiser Friedrich III. Ihm blieb nur noch die einzige Kaiserresidenz, Wiener Neustadt, die noch immer in der Kontrolle der Österreicher lag. Dreieinhalb Wochen später, am 24. Juni, wurde im Herzogtum Pommern an der Ostsee. Ein Kind geboren, sein Name Johannes Bugenhagen. Und auch er sollte später eine große Rolle in der Reformationsgeschichte spielen. Im Sommer brach der Krieg der Rosen wieder aus. Die beiden Häuser Lancaster und York waren ja seit Jahrzehnten äh, in der Fehde um den englischen Königsthron. Kaum hatte sich Richard III., wie in der letzten Folge gesehen, durch Intrigen und Ränke sich des äh, Thrones bemächtigt. Schon wurde seine Macht herausgefordert durch aufständische Adlige, auf, geführt von Henry Tudor aus dem Hause Lancaster. Es kam zur Schlacht hier in Zentralengland. Auf den Bosworth Field und Richard III., gerade mal erst König geworden und äh, auch einige Schicksalsschläge hat er ja erlebt. Wir haben das das letzte Mal gesehen. Mit 33 Jahren starb er hier auf dem Schlachtfeld und damit ging seine Regierung auch schon wieder zu Ende. Es übernahm der Sieger der Schlacht, Henry Tudor. Und damit hatte sich das Blatt in diesen Rosenkriegen noch einmal gewendet. Als Henry nach London kam, ähm, brach dort eine bis heute nicht ganz aufgeklärte große Epidemie aus, der englische Schweiß. Der war schon aufgetreten dort, wo ähm, die Armee des Henry Tudor zuvor gekämpft hatte. Und diese Epidemie ähm, raffte eine ganze Menge von englischen Landsleuten hinweg. Am 27. Oktober 1485 starb Rudolf Agricola in Heidelberg. Er war erst etwas mehr als 40 Jahre alt geworden und er war tatsächlich der Vater des deutschen Humanismus. Er hatte von den Italienern äh, diese neue Geistesströmung, diese neue Art Wissenschaft zu betreiben, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, gelernt und in im deutschsprachigen Raum verbreitet. Streng genommen war er ein Niederländer, was damals er ja, mit in das heilige römische Reich deutscher Nation fiel. Als er starb gab es noch kein einziges gedrucktes Buch von ihm. Der Buchdruck war ja immer noch in den Kinderschuhen. Es gab nur etliche handschriftliche Aufzeichnungen, die sich aber sehr schnell verbreitet hatten. Er hatte zuletzt in der, im Umfeld der Heidelberger Universität Gewirkt. Er verkörperte dieses neue Modell eines Universalgelehrten, der in Literatur, Philosophie, Musik, Kunst, überall gebildet war. Und äh, von diesem Typus haben wir in der Renaissance sehr viele gehabt. Vor allem hat er sich dafür eingesetzt, die Erziehung der Jugend, das Programm an den Universitäten wieder zu verändern, wieder auf eine klassischere Grundlage zu stellen, wieder mehr die Originalquellen in den Mittelpunkt zu rücken. Er schrieb die erste wirkliche pädagogische Abhandlung des deutschen Humanismus, übersetzte viele griechische Werke und auch lateinische Werke und setzte sich sehr dafür ein, die Antike wieder zu studieren. Sechs Tage später, am 30. Oktober, wurde Henry der gekrönt. König von England war er jetzt und das Hause Tudor sollte diese Krone zunächst einmal auch behalten. Noch ein wichtiges politisches Ereignis prägte nicht nur das Jahr 1485, sondern die kommenden Generationen, ja in diesem Fall muss man sagen, die restliche deutsche Geschichte. Und das war zunächst einmal eine recht brüderlich aussehende Aktion. Ähm, der Brüder Ernst, der Kurfürst von Sachsen und Albrecht der Beherzte, sein Bruder, ähm, die kamen auf die Idee, das bisherige Kurfürstentum, das Herzogtum Sachsen zwischen sich aufzuteilen, sodass beide einen Herrschertitel haben könnten und äh, beide dann regieren könnten über jeweils die Hälfte des Territoriums. Beide waren etwas älter als 40. Und diese Teilung des bisher so mächtigen Herzogtums Sachsen, eines der, der, der wichtigsten Territorien im gesamten Heiligen Römischen Reich, ähm, diese Teilung wurde bekannt als die sogenannte Leipziger Teilung von 1485. Sie ist von großer Bedeutung, wenn man später die äh, genaueren Details der Reformationsgeschichte verstehen will, weil ab diesem Zeitpunkt, ab 1485, es jetzt zwei Fürstentümer äh, Sachsen gab. Zu einmal das kurfürstentum hier auf der karte als äh, rotes äh, gebiet markiert und dann das herzogtum sachsen als unabhängig davon ähm, hier mit gelb markiert. auf der karte kann man auch äh, schön sehen, wie ähm, das äh, mansfeld hier, da, mansfeld und eisleben ähm, außerhalb dessen lagen in der grafschaft mansfeld ähm, aber das war in der unmittelbaren Nähe von der Gegend, in der Martin Luther aufwuchs. Diese Leipziger Teilung erschien zunächst einmal als etwas sehr sinnvolles, ging auch sehr friedlich vonstatten. Ernst durfte die Gebietsaufteilung vornehmen und Albert durfte dann als Erster wählen. Aber im Nachhinein haben Historiker festgestellt, dass diese Leipziger Teilung die deutsche Geschichte maßgeblich beeinflusst hat. Nur dadurch, durch diese letztendliche Schwächung von Sachsen, ist es dann später möglich gewesen, dass Brandenburg aufstieg und später Preußen eine so große Vormachtstellung in Deutschland bekam. Also ein ganz fast schon weltgeschichtlich bedeutsames Ereignis hier im Jahre 1485. Zunächst einmal waren aber beide Territorien sehr eng miteinander verbunden. Und man gab auch gemeinsam noch Münzen heraus. Aber von jetzt an darf man in der, in der weiteren Erzählung dieser Geschichte das Kurfürstentum Sachsen und das Herzogtum Sachsen nicht mehr miteinander verwechseln. sind zwei verschiedene Territorien gewesen. Ein interessantes Buch, das in jener Zeit gedruckt wurde. Das erste deutsche gedruckte Kräuterbuch, der sogenannte Gard der Gesundheit, der noch über Jahrzehnte und Jahrhunderte eine... Gigantischen, äh, gigantischen Einfluss haben sollte in die auf die Heilkunde ähm, in deutschen Landen, sei hier auch verzeichnet als aus dem Jahre 1485 kommend. Und etwas, was besonders spannend ähm, ist, ist ein weiteres Buch, das 1485 be begonnen wurde, obwohl es heute davon keinen einzigen, keine einzige Abschrift, kein Exemplar mehr gibt. Ein gewisser Johann Hilton, ein Franziskaner, begann sich intensiv mit dem Buch Daniel zu beschäftigen. Wir haben in der letzten Folge schon gesehen, dass es auch in jener Zeit schon immer wieder Menschen gab, sowohl in der Christenheit als auch außerhalb der Christenheit, die sich mit diesen mit den Prophezeiungen des Propheten Daniel beschäftigt hatten. Hilton äh, war ebenfalls sehr in die Prophetie vertieft und schrieb dieses Buch über Daniel, hat auch einiges über die Offenbarung kommentiert. In diesem Buch macht er mehrere kühne Vorhersagen. Er sagt zum Beispiel für das Jahr 1600 den Sieg der Türken voraus und für 1651 das Ende der Welt. Damit lag er natürlich, wie wir heute wissen, knapp, nee, knapp weit daneben. Aber sehr viel knapper war das bei einer anderen Vorhersage, die ziemlich erstaunlich ist. Er sagte nämlich in jener Zeit voraus, dass 16, 1516 jemand auftreten würde, der dem Mönchtum die Stirn bieten würde und gegen das Mönchtum ankämpfen würde. Und das erstaunt natürlich, äh, wenn man so ein bisschen schon die Reformationsgeschichte kennt, über die wir noch mehr erfahren werden. Ungefähr im Jahre 1485, die genauen, das genaue Geburtsdatum, oder Geburtsdaten sind nicht ganz bekannt, wurden auch geboren, Louis de Berquin in der Grafschaft Artois aus, ritterlichem, äh, aus ritterlicher Familie, stammte er. Aus, geboren in Vieux-Berquin und ebenfalls ungefähr in dieser Zeit geboren Thomas Cromwell in Putney, das äh, in der Nähe von London lag und liegt. Und auch diese beiden noch mit großer wichtiger Rolle in der künftigen Geschichte, genauso auch wie Nikolaus Decius, der um diese Zeit äh, im Territorium von Brandenburg-Bayreuth in Hof an der Saale geboren worden ist. Frustriert, Verließ 1485 Christoffer Colombo, besser bekannt als Christoph Kolumbus, den portugiesischen Hof. Ähm, seine, sein Vorschlag, die Welt umrunden zu wollen, um einen Seeweg nach Indien zu finden, auf der Westroute, hatte dort keinen Anklang gefunden. Und so zog er jetzt nach Spanien, in der Hoffnung, dort die sogenannten katholischen Könige, ähm, das Königsehepaar, für seine Pläne gewinnen zu können und ähm, das sollte ihn für die nächsten Jahre beschäftigen. Kommen wir in das Jahr 1486. In der letzten Folge sahen wir, dass mehrmals das Erzbistum Mainz äh, neu besetzt werden musste durch Todesfall und der letzte, der jetzt äh, an die Macht dort kam als der Reichserzkanzler, einer der sieben Kurfürsten war ja der äh, Erzbischof von Mainz, war Berthold von Henneberg. Und der machte von sich Reden im Jahre 1486, gleich zu Beginn, durch einen ziemlich interessanten Erlass. In Mainz war ja die Buchdruckkunst erfunden worden. Gutenberg war in Mainz tätig gewesen als über 30 Jahre zuvor, dass dieser, diese neuartige Technologie, der Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden worden war. Über 30 Jahre her war es her, dass die Gutenberg-Bibel eine besonders wertvolle und kunstvoll ähm, hergestellte Bibel ähm, gedruckt worden war. Seitdem hatte sich, wenn auch zögerlich, diese Technologie mehr und mehr verbreitet. Und immer mehr Menschen sahen die Möglichkeit, jetzt auch relativ viel Bücher, unter das Volk bringen zu können. Und man begann damit auch äh, religiöse Schriften, unter anderem auch die Bibel, in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Und genau hier trat jetzt der so mächtige Erzbischof von Mainz dagegen an. Anfang Januar 1486 erließ er folgenden Befehl, den wir hier in Auszügen zitieren. Die göttliche Buchdruckerkunst. Macht aller Welt den Gebrauch von Büchern zur Belehrung und Erbauung zugänglich. Viele aber missbrauchen, wie wir gesehen haben, diese Kunst aus Ruhmessucht und Geldgier, sodass sie die Menschheit verderben, statt sie aufzuklären. So finden sich zur Herabsetzung der Religion und ihrer Spitzen Schriften in den Händen des Volkes, welche aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt sind. Diese Übersetzer nun, ob sie in gutem oder schlechtem Glauben handeln, können nicht behaupten, dass die deutsche Sprache fähig sei, das genau wiederzugeben, was jene ausgezeichneten griechischen und lateinischen Autoren mit der sorgfältigsten Genauigkeit des Ausdrucks und der vollsten Kenntnis des Gegenstandes über die erhabenen Spekulationen des christlichen Glaubens geschrieben haben. Sie müssen vielmehr einräumen, dass die Armut unserer Sprache, ihre Bemühungen vereitelt mit anderen Worten, auf Deutsch gesagt, ihr lieben Übersetzer, das Deutsch ist Deutsch ist nicht geeignet für religiöse Themen. Schon gar nicht für eine Übersetzung der Bibel und dann geht's weiter und dass sie aus diesem grunde gezwungen sind ihr hirn zur erfindung neuer ausdrücke zu martern oder bei einzelnen alten schriftstellern den sinn zu entstellen was wir wegen der damit für die heiligen schriften verbundenen gefahr noch mehr fürchten denn wir besorgen sehr dass wenn sie nur die alten gebrauchen sie den inhalt der offenbarten wahrheit ändern woraus eine ungeheure gefahr für die heiligen schriften entsteht Wer die weitere Geschichte der Reformation kennt, muss natürlich etwas schmunzeln, weil, wie wir später sehen werden, die deutsche Sprache tatsächlich sehr dazu gewonnen hat durch die Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Aber genau aus diesem Grunde, weil man meinte, nicht alles genau präzise übersetzen zu können, sollte die Übersetzung ins Deutsche unterbleiben. Und dann heißt es hier noch: Wer aber gibt den ungebildeten Männern und Frauen, welche die heiligen Bücher in die Hände fallen, die Fähigkeit, den richtigen Sinn herauszufinden? Mit anderen Worten, der normale Mensch ist nicht in der Lage, heilige Bücher wie die Bibel überhaupt zu verstehen. Wenn man zum Beispiel den Text des Evangeliums oder die Briefe des heiligen Paulus prüft, so wird jeder unterrichtete Mensch sich leicht davon überzeugen, dass viele Stellen durch andere Schriften ergänzt werden müssen und da die Laien angeblich zu dumm dazu sind das herauszufinden, muss man ihnen die Bibel vorenthalten. Also hier fast schon am Ende des 15. Jahrhunderts, so wie vorher im Finsteren Mittelalter immer wieder ein klares Verbot für die Bibel in deutscher Sprache. Das war die Realität im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation und so müssen wir davon ausgehen, dass die aller aller allermeisten Christen, die dort lebten, von der Bibel überhaupt gar nichts kannten, außer dem, was sie vielleicht gelegentlich hier an, an Sätzen lateinischer Sprache im Gottesdienst aufgeschnappt hatten. Derweil drangen die Portugiesen, wie schon in der letzten Folge gesehen, immer weiter nach Süden vor. Der portugiesische Seefahrer Diogo Cão erreichte 1486 im Januar das Kreuzkap in, in Namibia. Und hier haben wir die Übersetzung, dass er dort gewesen ist, schon fast vor die Südspitze Afrikas erreicht. Der neue König in England, Henry der Siebte wurde vom englischen Parlament dann gebeten, damit endlich diese Rosenkriege zwischen den verschiedenen Häusern beendet würden, eine Frau aus dem entgegengesetzten Haus, aus dem Hause York, zu heiraten. Er beugte sich dem Druck und heiratete Elizabeth von York. Und damit wurden die Rosenkriege im Grunde genommen eigentlich endgültig beigelegt. England hoffte auf eine neue Periode des Friedens. Im Februar gelang es dem deutschen Kaiser Friedrich III. schon zu Lebzeiten, die Kurfürsten, die sieben Kurfürsten in Frankfurt am Main davon zu überzeugen, seinen Sohn Maximilian zum nächsten römischen deutschen König zu wählen. Maximilian war ja der Ehemann der, wie wir in der vergangenen Folge gesehen haben, einige Jahre zuvor verstorbenen Herzogin Maria von Burgund. Er hat sehr schwer gelitten unter diesem... Schlag, sie so früh zu verlieren. Das war 26. Erzherzog von äh, Österreich und auch Herrscher über die Niederlanden. Und mit dieser Wahl, die natürlich zunächst einmal bedeutete, dass er erst regieren würde, wenn sein Vater sterben würde, war die Kontinuität der Politik äh, durchaus erst einmal gesichert. Maximilian war noch jemand, der wirklich im alten ritterlichen Geist erzogen worden war und sehr für die alten Rittertugenden stand. In gewisser Weise also eher etwas altmodisch für seine Zeit schon. Einer dieser sieben Kurfürsten, Albert Achilles, Kurfürst von Brandenburg, starb kurze Zeit später. Er hatte schon an der Wahl nur noch krankheitsbedingt, nur noch, nur noch krank teilnehmen können. Er war 71 Jahre alt geworden, ein stolzes Alter für die damalige Zeit. Und sein ältester Sohn, Johannes Cicero, wurde sein Nachfolger am 11. März. Im April wurde dann Maximilian bereits gekrönt, wie das damals üblich war, in Aachen im Kaiserdom. Und äh, da kam dann alles, was Rang und Namen hatte, um dem neuen römisch-deutschen König, der in Zukunft die Geschicke des Heiligen römischen Reiches lenken würde, Gottes Segen zu wünschen und sich auch gleich schon mal politisch ins Spiel zu bringen. Noch ein Kurfürst sollte in diesem denkwürdigen Jahr 1486 sterben, und zwar Ernst von Sachsen der gerade im Jahr zuvor das ganze sächsische Kurfürstentum halbiert hatte und er hatte als der älteste der beiden Brüder die Kurwürde behalten er starb das schien damals öfter vorzukommen weil er vom Pferd gefallen war gestürzt war und so wurde sein Sohn neuer Kurfürst Ernst war erst 45 Jahre alt gewesen und so war, war sein Sohn Friedrich erst 23 aber dieser Friedrich der Dritte Kurfürst von Sachsen mit der Hauptstadt Wittenberg, Sachsen-Wittenberg, also äh, der würde eine ganz entscheidende, wirklich entscheidende Rolle in der weiteren Geschichte spielen. Das werden wir von Folge zu Folge ganz gründlich entfalten. Am 13. November desselben Jahres wurde Johannes Meyer in Eck an der Günz geboren. Und weil in jener Zeit das so üblich war, sich oftmals nach der Herkunftsstadt zu benennen, kennt man ihn später aus der Reformationsgeschichte als Johann Eck. Genau das Gleiche gilt für Andreas Bodenstein, der dann später nach seinem Geburtsort Karlstadt auch als Andreas Karlstadt bekannt sein würde. Auch er wurde ungefähr in diesem Jahr geboren. Allerdings ist auch hier das Geburtsdatum sehr unsicher, schwankt bis zu sechs Jahre ähm, in den Angaben. Er wurde in einer bürgerlichen Familie, äh, in einer besser gestellten Familie hineingeboren. Ein ganz besonderes Talent jener Zeit. Vielleicht dann ist das das größte Genie der Menschheitsgeschichte, wenn es um äh, die Verschiedenartigkeit der Begabung gibt, war mit Sicherheit Leonardo da Vinci. Der 33-Jährige in jener Zeit in den Diensten des Herzogs von Mailand begann ganz außergewöhnliche Dinge zu entwickeln. Viele von denen wurden nie realisiert, zum Beispiel seine so Art Helikopter. Er war von einer solchen außergewöhnlichen Begabung, dass noch von ihm zu reden sein wird, an anderer Stelle. Aber er verkörperte wie kaum ein anderer das Ideal der Renaissance. Vielfältiges Interesse, ein starker Fokus auf Literatur, auf Kunst, auf Wissenschaft. Ganz ähnlich begabt, ganz ähnlich genial war auch Johannes Reuchlin, einer dieser jungen deutschen Humanisten der ersten Generation. Von dem wir in der letzten Folge schon gehört haben. Er begann ungefähr in dieser Zeit, sich nicht mit der Wissenschaft zu beschäftigen, sondern mit einer alten Sprache, die bisher auch von den Humanisten kaum richtig angegangen war. Man hatte sich viel mit Griechisch beschäftigt, mit dem klassischen Latein, aber das Althebräische des Alten Testamentes äh, kannte so gut wie niemand. Und man musste im Zweifelsfall auf jüdische Gelehrte zurückgreifen. Er war im Grunde genommen einer der ersten überhaupt der sich als Christ ganz intensiv mit der hebräischen Sprache beschäftigte und bald zu einem hebräisch Gelehrten wurde, ja eigentlich der Begründer der, der modernen Hebraistik, ähm, als ein Begründer gelten kann und dadurch natürlich auch einen entscheidenden Dienst lieferte für, die, für das weitere Verständnis, die Entwicklung des Verständnisses der Bibel. Derweil predigte Savonarola immer mehr, über die Prophetie. Jener Dominikanermönch, von dem wir in der letzten Folge schon einiges gehört haben, ähm, war als ein feuriger Prediger bekannt und er predigte sehr gern, vor allem ähm, nach dem Studium der Offenbarung, über den kommenden Zorn Gottes. In einer Stadt wie Florenz, wo er ja an San Marco predigte, wo an Unmoral alles gegenwärtig war, sowohl in der Kirche, ähm, unter den äh, Prälaten und Kardinälen, als auch unter den Humanisten, die, auch wenn sie sozusagen intellektuell der Kirche, den Kirchenführern oftmals weit überlegen waren, mit ihrer Beschäftigung mit den antiken Klassikern auch genauso viel unmoralische Literatur äh, lasen und fabrizierten. In, einem, in einer solchen Umgebung äh, kreiert natürlich seine Predigten eine absolute Sensation. Savonarola forderte eine allgemeine und zwar sofortige Reformation. Und er wagte sogar zu behaupten, dass wenn es keine Reformation gäbe, die Verwerfung des Christentums drohe, genauso wie das Volk Israel zur Zeit von Jesus, als das besondere Volk Gottes verworfen worden war. Und immer mehr Menschen wurden in seinen Bann gezogen. Es entstand eine regelrechte Bewegung dort in Florenz. Noch ein anderer interessanter Humanist jener Zeit muss erwähnt werden. Ein junger Mann, Giovanni Pico della Mirandola. Und äh, er war ebenfalls äußerst brillant, aber im Gegensatz zu den meisten anderen humanisten interessierte er sich auch sehr für die metaphysik und äh, für die theologie er war der erste christliche gelehrte der sich mit der kabbala beschäftigte und infolgedessen sehr mystische Ent gedanken entwickelte er ähm, war der verfasser einer der berühmtesten programmschriften über die zentrale stellung des menschen in der schöpfung und bei ihm verband sich das sogar mit Ideen, dass der Mensch sich mit Gott vereinigen könnte, zu Gott werden könnte. Und äh, ja, ein, ein Humanist, wie er im Buche stande in gewisser Weise. Er hatte aufgrund seines Studiums 900 Thesen, kein Scherz, 900 Thesen verfasst, die er in Rom auf einem großen Gelehrtenkongress den er selbst finanzieren wollte und Gelehrte aus ganz Europa einladen wollte, vor dem Papst und vor allen Kardinälen diskutieren wollte. Zu diesem Zwecke reiste er dann 1486 nach Rom. Es gab allerdings einige Komplikationen, weil er sich auf dem Weg nach Rom in eine Frau verliebte, die schon verheiratet war. Weil die sich auch in ihn verliebte, ließ er mit ihrer Zustimmung, diese Frau entführen, das kam allerdings heraus, er wurde in der Verfolgungsjagd verletzt, musste sich dann erstmal verstecken. Ähm, nur aufgrund des mächtigen Schutzes des, äh, der Medici wurde er nicht weiter belangt, kam dann tatsächlich nach Rom und veröffentlichte Ende 1486 seine 900 Thesen. Allerdings wurde schon bald klar, dass einige von denen nicht ganz mit der katholischen Lehre übereinstimmten, obwohl seine Idee, die gewesen war, dass letztendlich alle Philosophien und alle Weltanschauungen eine zugrunde liegende Harmonie haben und die alle im Christentum gipfeln. Also etwas, was uns in modernen Ohren auch sehr bekannt vorkommt. Das war damals schon ähm, ganz Mode, solche Ideen. Er glaubte damit einen weltweiten Frieden erzeugen zu können. Aber die Inquisitoren in Rom hatten zunächst einige Fragen über einige seiner Thesen und als dann Papst Innozenz VIII. einige dieser Thesen als theoretisch bezeichnete, ähm, dann ging es ihm bald an den Kragen, er musste fliehen und äh, konnte dann allerdings in Florenz, im freien Florenz äh, weiter wirken. Apropos Innozenz, das Jahr 1487 brachte ein wichtiges Ereignis für die Geschichte der Reformation. Im April entschied sich dieser Papst, der bereits, wie wir in der letzten Folge gesehen hatten, ein, die, die berüchtigte Hexenbulle herausgegeben hatte, zur Herausgabe einer weiteren Bulle, die er diesmal wohl auch selbst verfasst hatte, um einem anderen, einer anderen Gruppe von Heretikern den Chaos zu machen. Es ging um die Valdenser. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie gerade in jener Zeit diese, dieser alte Glaube, der fast ein ganzes Jahrtausend schon in den, in den Wäldern und in den Tälern der Westalpen, Piemont, ähm, überlebt hatte, sehr ursprünglich noch, mit großen Verbindungen zur Urchristenheit noch, dass dieser Glaube wieder aufgelebt war, dass dort nach, nach einer längeren Zeit auch der, des Verborgenseins wieder mehr kühne Verkündiger zu hören waren. Und dieses neu aufkeimende Waldensertum sollte jetzt ausgelöscht werden. Nicht nur wie sonst üblich mit einigen Razzien und, und verschiedenlichen ähm, Verfolgungen, sondern mit einem regelrechten, legalen Kreuzzug. Zudem rief Papst Innozenz der Achte jetzt auf. Und hier sind einige seiner Worte die hier zitiert werden. Er sagt an den Legaten, den er äh, damit beauftragt, den Erzdiakon von Cremona, Cataneo, dass sie Autorität mit dir und dem erwähnten Inquisitor haben sollen, um gegen die erwähnten Valdenser und andere Herediger mit Waffen vorzugehen, sie wie giftige Wiebern zu zerquetschen und ihre ganze Sorgfalt für solch eine heilige, und notwendige Ausrottung aufzubringen. Wir geben dir die Vollmacht, dass dieser Kreuzzug durch fähige Männer gepredigt wird, dass alle Personen, die sich dem Kreuzzug anschließen oder ihn unterstützen, vollständigen Ablass und Vergebung aller ihrer Sünden einmal zu Lebzeiten und zum Zeitpunkt ihres Todes erhalten können, allen Predigern des Wortes Gottes zu gebieten, bei Androhung der Exkommunikation die Gläubigen zu animieren, diese Pest ohne Gnade durch Waffen und Gewalt auszurotten, soweit der Papst Innozenz, was übersetzt heißt, der Unschuldige, der Achte, der Stellvertreter Christi, wie er sich nannte, der hier zu einem Kreuzzug gegen Christen aufrief, die es wagten, an dem Primat des Papstes zu zweifeln, die es wagten, Gott nach dem Diktat ihres eigenen Gewissens anzubeten. Es dauerte einige Zeit, bis dieser Kreuzzug zustande kam. In der nächsten Folge werden wir sehen, was aus diesem Kreuzzug wurde. Die Bibel hatte solche Dinge vorhergesehen. Offenbarungen lesen wir. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau. Am 28. April. 1487 kam es zur Schlacht von Crevola, wo die Schweizer Eidgenossen, äh, angeführt von Wallis, das äh, Ziel hatten, das Herzogtum Mailand anzugreifen, aber sie unterlagen. Und so wurden, wurde der Expansionsdrang der Schweizer, die ein größeres Territorium äh, erringen wollten, erst einmal gestoppt. Am 7. Mai machte sich ein weiterer portugiesischer Seefahrer, ein Forscher, auf den Weg. Er wollte nicht den Seeweg nach Indien finden, er suchte eine Legende. Seit dem 12. Jahrhundert ging die Nachricht in Europa rum, dass es irgendwo im Osten, irgendwo bei Persien oder Armenien ein gigantisches christliches Reich gäbe, das von dem sogenannten Priesterkönig Johannes regiert wäre. Der sei ein Nachfahre von den Weisen aus dem Morgenland und dass, dass der Garten Eden sei dort und allerlei seltsame Tiere, Faune, Satyren, Pygmäen, Giganten, Zyklopen, Vampire, gehörnte Menschen, ein wahres Wunderland, an das viele Menschen damals in Europa glaubten. Päpste schrieben darüber. Und man hoffte, äh, diesen Priesterkönig und sein gigantisches Reich dort im Osten irgendwo zu finden, um damit dann von zwei Seiten den verhassten Islam ausrotten zu können. Man äh, schrieb davon, dass, der, ähm, dass niemand diesen König attackieren könnte, dass es dort Quellen gäbe. Wenn man daraus tränke, würde man mindestens 300 Jahre leben. Wenn man in den Tempel, in, in den Palast des Königs käme, würde man sich so gesättigt fühlen, dass man gar nichts Essen braucht. Und. Äh, der König würde aufgrund von Spiegeln sehen können, was in seinem gesamten Reich vor sich ging. Also wirklich ein, ein großes Märchen im Grunde genommen, äh, das vielleicht äh, den Kern der Wahrheit aufgegriffen hatte, dass es tatsächlich im Fernen Osten äh, unter den sogenannten Nestorianischen Christen und auch unter den St. Thomas Christen in Indien äh, große Kongregationen von Christen in China, in äh, Zentralasien und auch Indien über die Jahrhunderte gegeben hatte. Aber nach diesem sagenhaften Priesterkönig forschten jetzt die Portugiesen. Noch einmal flammte ganz kurz die äh, Auseinandersetzung der Rosenkriege auf. Äh, ein Betrüger mit Namen Lambert Simnel gab sich als Gegenkönig Edward VI aus und überzeugte eine ganze Reihe von Adligen auf seine Seite zu kommen. Es kam noch einmal zur Schlacht in Mittelengland. Die Schlacht von Stoke konnte aber der neu gekrönte König Henry VII gewinnen. Und damit war es jetzt endgültig aus. England konnte einer neuen Periode des Friedens entgegenschauen. Am 5. Juli wurde in Neustadt an der Aisch Johann Grammann äh, geboren und er entstammte einer Handwerkerfamilie. Die Handwerker waren zu dieser Zeit auch eine durchaus aufstrebende Zunft. Noch einmal zurück zu den Portugiesen, die dieser Jahre mehrere gigantische Expeditionen ähm, ins Leben gerufen hatten. Im geheimen Auftrag war es im Sommer 1487 Bartolomeo Dias, der gesandt von Johann dem II., dem portugiesischen König, tatsächlich die Afrika-Route finden sollte nach Indien. Er sollte weiter vorstoßen als alle portugiesischen Expeditionen vor ihm und das gelang ihm auch schon in jenem besagten Sommer. Er stellte einen neuen Rekord auf und äh, lange konnte es nicht mehr dauern, bis irgendwann jemand dieses Kap umsegeln würde. Am 18. August 1487 feierten die katholischen Könige von Spanien, Isabella I und Ferdinand II., einen weiteren gigantischen Erfolg. Einen wichtigen Erfolg, als Malaga, eine der wichtigsten Städte des Emirats Granada, eingenommen werden konnte. Die letzten übrigbleibenden Moslems auf der iberischen Halbinsel verloren Stück für Stück ihr Territorium. Und äh, das war natürlich eine wichtige Entwicklung. Derweil, Stieg das Großfürstentum Moskau zu immer größerer Macht auf? Zar Iwan III. hatte sich erfolgreich gewehrt gegen diverse mongolische Kanate und Horden in äh, Zentralasien. Und äh, in diesem Jahr begann er am Kreml umzubauen. Der erste Teil sollte jetzt als in Stein gebaut werden, nachdem vorher der Kreml mehrmals auch äh, durch Brand beschädigt worden war. Der bis heute stehende Facettenpalast wurde 1487 gebaut. Und ungefähr in dieser Zeit fällt auch die Geburt von Johannes Bader in der Freien Reichsstadt Straßburg und von Gabriel Zwilling im sächsischen Bergbaugebiet in Annaberg. Stichwort Bergbau, Stichwort sächsisches Gebiet in Mansfeld wuchs in jenen Jahren der kleine Martin Luther heran. Wenn er draußen spielen war, konnte er auf der gegenüberliegenden Seite, auf dem Hügel, das große, mächtige Schloss, die Burg der Grafen von Mansfeld sehen. Sein Vater war ein sehr aufrichtiger, geradliniger Mann. Ähm, manche geben an, dass er, einige Biografen geben an, dass er ein großes Interesse an Büchern hatte, aber wenig Zeit zum Lesen hatte. Manche andere Biografen, vor allem der moderneren Schulen, äh, bezweifeln, dass er lesen konnte. Wie dem auch sei, er war jemand, der tatsächlich wirklich mit beiden Beinen im Leben stand, sehr klar und logisch denken konnte und nicht viel übrig hatte für die manchmal sehr märchenhafte, legendenhafte Frömmigkeit seiner Zeit. Er verachtete die Bettelmönche, weil er glaubte, dass das äußerst unwirtschaftlich sei, einfach nur von anderen zu leben und selbst nichts zu tun. Er arbeitete im Bergbau. Dort im Südharz gab es große Vorkommen und das war eine schwere Arbeit. Es gab dort äh, verschiedene Gesteinsschichten, die abgebaut wurden. Und ähm, er war auch ein äußerst strenger Vater. Martin Luther hat später gesagt, dass er manchmal auch zu streng gewesen war. Es gibt die Nachricht auch, dass er erst wirklich fröhlich wurde, wenn er mal einen Schluck Alkohol getrunken hat und dann noch gescherzt und gesungen hat. Aber er war ein sehr aufrichtiger und sehr gottesfürchtiger Mann. Nichtsdestotrotz. Ähm, Martins Mutter Margarete muss wohl etwas äh, zurückhaltend gewesen sein, ein bisschen verhärmt, verbittert auch, er hat wohl offensichtlich nicht die allergrößten sozialen Kontakte gehabt. Die beiden waren äußerst arm. Und äh, Martin wuchs in wirklich schwerer Armut auf und das hat ihn tief geprägt. Vieles nicht haben zu können, was vielleicht andere sogar hatten und äh, immer wieder auch mit der frage nach dem überleben der existenz konfrontiert zu sein aber das was ihn vielleicht am meisten geprägt hat mehr noch als die erfahrung der strenge der aufrichtigkeit seiner eltern und auch der ähm, ja der armut war der glaube seiner eltern ähm, es war nicht unüblich dass er mit seinen eltern immer wieder auch in die kirche ging ähm, dort in mansfeld und oftmals hörte er wie sein vater ganz inniglich für ihn und für die ganze Familie betete. Für den kleinen Martin muss das sehr bewegend gewesen sein. Er wusste ja nicht, was sein Leben bringen würde. Genauso wenig wusste das auch äh, Hans Luther. Aber die Bibel sagt uns, dass Gebet erhört wird. Und dieses Gebet, dieses aufrichtigen Bergmannes, der Fehler hatte, der manchmal über die Stränge schlug, der manchmal eine zu harte Hand hatte, wenn es darum ging, den, den, den kleinen Martin zurechtzuweisen. Der aber trotzdem den Wunsch hat, dass aus seinem Sohn etwas wirklich, ein, ein wirklich ein wertvoller Mensch wird, ein Mensch, der der, der Menschheit etwas Gutes tut und der zur, zur Ehre Gottes heranwächst. Dieses Gebet wurde erhört. Die Bibel sagt uns, das Gebet eines Gerechten vermag viel wenn es ernstlich ist. Und ernst war es dem Hans Luther auf jeden Fall. Und so wuchs Martin in dieser diesen äußerst einfachen, simplen Verhältnissen auf. Von all den äh, Ereignissen, die wir heute besprochen haben, hat er wahrscheinlich so gut wie nichts mitbekommen. Aber die Hand des allmächtigen Gottes, die all diese Ereignisse lenkte, lenkte auch sein Leben. In der nächsten Folge, wenn wir sehen wie das weiterging. Dann heißt es 1488 bis 1490 Bedrängnis. Und bis dahin wünschen wir Ihnen, liebe Zuschauer, Gottes Segen und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.